Ihnen und Ihrem Kind den Start ins Leben zu erleichtern, das ist gemeinsame Aufgabe der Abteilungen für Geburtshilfe und der Neonatologie der Asklepios-Klinik Barmbek. Dabei ist es uns wichtig, dass die Geburt natürlich sanft und sicher abläuft. Neben den von Ärzten begleiteten Geburten bieten wir auch den Hebammenkreissaal an. Bei diesem Angebot begleiten Sie ausschließlich erfahrene Hebammen, fast wie bei einer Hausgeburt. Nur im Notfall ist ein Facharzt innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen und Ihrem Baby. Höchste medizinische Sicherheitsstandards und moderne Konzepte sind bei uns selbstverständlich. Als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe sind wir auch auf alle unwahrscheinlichen Zwischenfälle vorbereitet. Wir alle zusammen möchten, dass sich die Familien in größtmöglicher Sicherheit wohlfühlen. Wir wollen sie damit stärken, um in voller Zuversicht und großer Freude in diesen besonderen Lebensabschnitt zu gehen. Um sicher zu sein, dass Ihr Kind gesund ist, gibt es Vorsorgeuntersuchungen. Nach ungefähr 48 Stunden machen wir die U2. Diese zweite Untersuchung im Leben Ihres Kindes wollen wir Ihnen nun zeigen. Dieser Film ersetzt nicht das Arztgespräch. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte auf. Zur U2 gehört ein Stoffwechseltest. Wenn Ihr Baby mindestens 36 Stunden alt ist, nehmen wir einige Tropfen Blut ab. Aber das tut nicht mehr weh als ein kleiner Pieks. Dieser Test hilft, seltene Krankheiten zu erkennen. Durch eine frühzeitige Behandlung lassen sich die Folgen meist vermeiden. Sollte der Befund auffällig sein, informieren wir Sie sofort. Wenn Sie nichts hören, ist alles in Ordnung. Gibt es in Ihrer Familie Schilddrüsenerkrankungen? Notieren Sie sich das bitte und teilen Sie es Ihrem Arzt mit. Die körperliche Untersuchung des Babys erfolgt meist von Kopf bis Fuß. Wie sieht die Kopfform aus? Wie groß ist die Fontanelle? Diese Lücke im Schädelknochen ist die Knautschzone, damit das Köpfchen den engen Geburtskanal passieren kann. Und jetzt sorgt sie dafür, dass das Gehirn genug Platz zum Wachsen hat. Auch die Mundhöhle wird abgetastet, auch wenn das nicht jedermanns Geschmack ist. Ein tiefer Blick in die Augen. Ist die Netzhaut hinter der Linse zu erkennen? Auch ein Hörtest gehört mit zu der U2. Meistens testen wir, wenn Ihr Kind schläft, ob es richtig hört. Mit Schallwellen, die sich im Bereich der Stimmfrequenz befinden und die Ihr Kind nicht als unangenehm empfindet, können wir frühzeitig Hörstörungen entdecken. Denn hört ein Kind schlecht, kann das die gesunde Entwicklung beeinträchtigen. Fühlen Sie sich ausreichend informiert? Haben Sie dazu Fragen? Dann schreiben Sie sie auf. Jetzt sind Lunge und Herz dran. Wie hört sich der Herzschlag an? Pulsiert das Blut kräftig durch die Adern? Um Herzerkrankungen noch sicherer auszuschließen, untersuchen wir den Sauerstoffgehalt des Blutes. Ist er zu niedrig, könnte das auf einen Herzfehler hinweisen. In diesem Fall wird das Herz noch genauer untersucht. Bei diesem Baby ist alles in Ordnung. Gibt es in der Familie angeborene Herzfehler? Schreiben Sie es auf, damit Sie Ihrem Arzt davon berichten können. Sind Leber, Milz und Nieren okay? Wir tasten die inneren Organe ab, um zu erkennen, ob sie normal groß sind. Nun wird der Bauchnabel kontrolliert. Trocknet er gut ab? Auch das gehört zur U2, die Kontrolle der äußeren Geschlechtsorgane. Im nächsten Schritt gucken wir, ob die Hüfte Ihres Babys okay ist. Verlaufen die Falten symmetrisch, ist das ein gutes Zeichen. Wenn wir den Eindruck haben, die Hüfte ist nicht ganz in Ordnung, schauen wir mit Ultraschall genauer hin. Die reguläre Kontrolle findet aber bei der nächsten Untersuchung, der U3, statt, die im Alter von 4 bis 6 Wochen in der Kinderarztpraxis gemacht wird. Wenn Ihnen angeborene Hüftprobleme in der Familie bekannt sind, dann informieren Sie bitte Ihren Arzt. Jetzt schauen wir auf den Rücken. Lassen sich Besonderheiten der Knochen ertasten? Das könnte auf eine versteckte Fehlbildung der Wirbelsäule hindeuten.
Aber keine Sorge, das ist sehr selten. Schließlich testen wir die Reflexe. Sie sind wichtig, weil sich aus diesen unwillkürlichen Reaktionen später koordinierte Bewegungen entwickeln. Jetzt aber helfen sie erstmal beim Eingewöhnen in die neue Welt. Dies ist der Rückgratreflex oder Galantreflex. Der Schreitreflex ist eine automatische Bewegung. Mit dem späteren Laufen hat er aber nichts zu tun. Und der Mororeflex oder Klammerreflex ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als Babys sich noch im Fell der Mutter festkrallen mussten, um nicht herunterzufallen. Wenn Ihr Baby mit den Beinchen strampelt und die Füßchen auf Berührung reagieren, dann ist auch hier alles gut. Am Ende der U2 gibt es noch Vitamin K. Das hilft bei der Bildung von Blutgerinnungsfaktoren und beugt damit inneren Blutungen vor. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, all die Fragen loszuwerden, die Ihnen am Herzen liegen. Der Arzt gibt Ihnen für Ihren Nachwuchs Vitamin D für starke Knochen und Fluorid für gesunde Zähne mit. Außerdem bekommen Sie das Vorsorgeheft für Ihr Kind. Schließlich erfahren Sie noch, wie Ihr Baby zu Hause am sichersten schläft. Alles Gute. Wir entlassen Sie in der Gewissheit, dass es Ihnen und Ihrem Kind gut geht. Mehr zum sicheren Babyschlaf erfahren Sie unter schlaf-gut-baby.de.